trainierst jetzt ein Basketballteam? Ja, das hält mich auf Trab, lenkt mich von anderen Dingen ab. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Chris. Hallo Erik. Und hier ist euer Kinocast, liebe Hörer. Liebe Hörer. Wir sind's wieder. Corona hat uns nicht erwischt. Nein! Das Schwert ist ganz knapp an uns vorbeigeschrammt. Erneut. Erneut. Ja, ich hatte das jetzt innerhalb von einer Woche zweimal. Ich habe keinen Bock mehr. Also. Tja, meine Güte. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut, liebe Hörer da draußen. Und ihr seid bereit für unsere volle Packung Filme, die wir jetzt für euch mitgebracht haben. Und wir beginnen gleich mal mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Das war der Film Out of Play, Der Weg zurück. Englischer Originaltitel The Way Back. Also hat man den englischen Originaltitel hier als Zusatztitel hier irgendwie komischerweise gemacht. Aber es gab ja letztens schon mal so einen Film, der hieß irgendwie The Way Back, Der Weg zurück. Ich glaube, da ging es um einen, der irgendwie in Sibirien verschollen ist und irgendwie wieder nach Hause sich kämpft oder so. Deswegen hat man wahrscheinlich gedacht, ja, kann man nicht schon in kurzer Zeit wieder so einen Film mit dem Namen bringen und hat da ein bisschen was geändert. Och. Bist du der Meinung, das ist so, ja? Könnte sein, ja. Okay. Also der Film mit Ben Affleck in der Hauptrolle von Gavin O'Connor und das glaube ich, der Mann, der hat auch diesen Film The Accountant gemacht mit Ben Affleck, wenn ich mich da recht erinnere. Und Ben Affleck spielt hier einen Typen, der arbeitet so auf einer Baustelle, so Großbaustellen, irgend so ein kleines Licht da und hat abends, wenn er von der Arbeit kommt, geht er immer als erstes in die Kneipe und lässt sich da volllaufen und schafft es aber immer irgendwie wieder früh halbwegs fit zu sein für die Arbeit, also da fällt das kaum auf und er macht sich auch in seinen Kaffeebecher, schüttet er sich Alkohol rein, also hat er offensichtlich doch ein kleines Problem, um es mal so zu nennen. Klein. Und wir erfahren dann im Laufe des Films dann auch noch ein bisschen mehr darüber, warum, weshalb, wieso. Aber zuerst mal bekommt er einen Anruf von seiner alten Schule, an der er gewesen ist, Highschool. Und die haben ein Highschool-Basketball-Team. Und bei diesem Basketball-Team ist gerade der Trainer aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Und die brauchen halt relativ schnell irgendwie einen Ersatz für den. Und sie kommen auf Ben Affleck, weil er früher mal an dieser Highschool, das ist irgendwie so eine christliche Highschool auch, also deswegen, sie wird von einem Pfarrer geleitet. Und er hat früher mal an dieser Highschool sehr erfolgreich Highschool-Basketball gespielt. Er hat die Basketballmannschaft dieser Highschool wirklich zu absoluten Höhenflügen damals gebracht mit seinen Gewinnen. So ungefähr so damals wie Al Bundy, als er 4 Touchdowns in einem Spiel für die Paul Kai gemacht hat. Und ja, genau. Al Bundy ist Schuhverkäufer, ne? Hast dich gerade fast verschluckt, ne? Ein bisschen, ja. Kam ein bisschen unvorbereitet, aber das fand ich gut. Genau, wobei 4 Touchdowns. Ich steck mal meine Hand zurück in die Hose, Moment. Jedenfalls, Ben Affleck. Ja, überlegt da noch ein bisschen hin und her, aber wir wissen natürlich alle, der Film wäre vorbei, wenn er es nicht machen würde. Also er macht es dann auch irgendwie. Was ich aber, wenn ich mal ganz kurz anhören darf, echt lustig fände, wenn es mal so einen Film gäbe. So, hey, hast du Bock, das zu machen? Nein, Abspann. Ey, glaubst du, ich habe schon mal an Verstehen Sie Spaß geschrieben, dass das eine absolut coole Idee wäre, so einen Film einfach quasi einen Fake-Film oder ein Fake-Ende für einen Film zu drehen. Was dann wirklich so, die Leute gehen ins Kino, kommt ein neuer Film, was weiß ich, hier in Deutschland, was weiß ich, mit Til Schweiger, keine Ahnung, hier alle rennen rein und irgendwie nach 5 Minuten irgendwie die Hauptperson tot, alles Ende, Schrift kommt und dann mal die Reaktion des Publikums irgendwie Film oder sowas. Also irgendein Film, den noch keiner kennt, so. Dann müsste das halt sein, irgendwas Neues. Ja, wobei, vielleicht sollte man den geneigten Zuhörern erklären, noch ganz kurz, was Wetten, das ist. Das ist... nicht Wetten, dass Verstehen Sie Spaß? Oh, das kennen wir doch. Das läuft immer noch sehr, sehr gut. Also echt, das läuft noch? Ja, der Wetten, dass ist, Quatsch, Wetten, dass jetzt hast du mir das Ohr gesetzt. Der Verstehen Sie Spaß YouTube-Kanal ist einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle in Deutschland. Okay, wer moderiert das gerade? Guido Kanz, unser Homie. Guido Kanz, ach du Gott, das ist ja mit. Okay. Der macht das sehr gut, echt, kein Witz, also ohne Ironie. Hat gute Gäste da, letztens war Özcan Kosa da.
Fand ich sehr witzig. Den haben sie verladen gehabt. Da musste er, da sollte er, er hat totale Flugangst und er, den haben sie dann so richtig ausgespielt am Baden-Badener Airport und so, haben sie ihn extra dahin und so. Und dann haben sie ihn kontrolliert, haben natürlich übelst Schmuggelware gefunden in seinem Gepäck und sowas. Sehr geil. Also kannst du dir mal auf YouTube oder ich wär's, wenn ich es finde, mal mit verlinken. Also Özcan Kosa, wer ihn nicht kennt, auch Homie hier aus Stuttgart, einer der momentan angesagtesten Comedians hier. Ja. Aus Hausen, Stuttgarthausen. Und auch sehr guter Breakdancer, also von daher trifft er bei mir alle Nerven sozusagen. Aber zurück zu Out of Play, der Weg zurück. Zurück zu Ben Affleck, Entschuldigung. Ja, Ben Affleck. Zu Sad Batman. Er geht dann halt wieder zurück an die an diese Highschool und sagt, na Moment, das muss ich mir erstmal angucken hier. Und sieht da ein totales Loser-Team vor sich, wo irgendwie keiner gefühlt auf der Position spielt, für die er geeignet ist. Und irgendwie alles geht daneben, kaum Spielabläufe erkennbar. Also ungefähr wie beim VfB manchmal. Und manchmal. Jedenfalls nimmt er aber dann die Herausforderung an und sein Co-Trainer, das ist der Mathelehrer der Schule, Chris? Ja, genau. Endlich und eine sympathische Figur. Der auch richtig gute Analysen dann auch immer macht und so und echt eine echt coole Type ist. Wie hast du es während dem Film genannt? Deine Identifikationsfigur. Identifikationsperson, genau. Ja, genau. Ja, ist bei mir auch immer so, wenn ich irgendwo einen Bogenschützen sehe in einem Film oder irgend sowas. Oder allgemein coole Typen. Das wäre es noch gewesen, Mathelehrer und Leiter der Bogenschütz-AG oder so. Also, er nimmt dann halt diese Herausforderung an. Und dieses Team ist halt wirklich so ganz hinten dran. Also die haben wirklich völlig einen Anschluss verloren. Und bei den ersten Spielen, die er dann so macht, versucht er überhaupt erstmal daraus ein Team zu formen, weil die Personen, die Charaktere sind irgendwie so völlig, völlig durcheinander und ist kein richtiges Team irgendwie erkennbar, kaum Teamplay, irgendwie mehr oder weniger eine Summe von Einzelspielern, wo halt jeder so sein Ding macht und er versucht es dann halt und die verlieren halt trotzdem so die ersten Spiele, aber irgendwann stellen sich da nochmal so erste Erfolge ein und sie kommen so ein bisschen in die Spur und parallel dazu erfahren wir dann auch, was es mit Ben Affleck auf sich hat. Er hat nämlich, kann man das spoilern? Nee, vielleicht eher nicht. Nee, ich umschreibe es mal ein bisschen. Er lebt getrennt von seiner Frau, sie sind noch verheiratet, sie hat aber mittlerweile auch schon wieder jemand Neues am Start, was er natürlich auch nicht so toll findet, weil eigentlich sind sie ja noch verheiratet, sie leben ja nur getrennt und haben gedacht, sie versuchen es irgendwie mal irgendwie über die Trennung, dass sie vielleicht wieder zusammenfinden. Und es gab halt auch in der Vergangenheit was die Beziehung der beiden auf eine ziemliche Probe gestellt hat, weshalb die beiden jetzt auseinander sind. Und ja, das kommt halt auch noch mit dazu. Dazu werden noch einige Personalien, einige Geschichten der Spieler mit erläutert, also was die so für einen Hintergrund haben und wie das bei denen so funktioniert und wo die herkommen. Ja, ich glaube, ja, das war's eigentlich so mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht ganz so der Sportfilm, den ich erwartet hatte letzte Woche, als ich den Tipp geäußert habe. Ich dachte eher, das ist so eine, ja, ein Mann übernimmt eine Losermannschaft und führt sie so zu großen Siegen, sondern da steckte noch deutlich mehr mit drin, eben diese ganze Nebengeschichte mit ihm und seiner Frau und was da noch mit zusammenhängt und so. Ja. Aber sonst, für die Sneak war der eigentlich sehr okay, fand ich. Ja. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Also toller Hauptdarsteller natürlich, Ben Affleck. Also eigentlich ein großer Hauptdarsteller. Man kann ihn jetzt mögen oder nicht. Also ich bin bei Ben Affleck immer so ein bisschen Zwiespalt. So, ja, eigentlich ist schon ganz okay, aber dann denke ich wieder an Batman zurück und denke mir, alter Verwalter. Wie hast du gesagt, der schlechteste Batman von allen, sogar schlechter als George the Nipple Clooney. Und ja, soll ja aber jetzt nicht um Batman gehen, sondern um Ben Affleck. Und die Rolle, die er da verkörpert, von diesem wirklich gebrochenen Menschen, finde ich schon, ja, relativ gut dargestellt eigentlich. Ich habe allerdings eine Schwierigkeit damit, und zwar, wenn man so sehr dem Alkohol verfallen ist wie er und da an einem Abend nicht nur ein Sixpack, sondern ein Zehnerpack Bier einfach wegzischelt und das bestimmt auch nicht zum ersten Mal gemacht hat, dann frage ich mich, wie hat der so die Form gehalten und warum ist er noch nicht so aufgedunsen, wie das mit Alkohol passiert? Ja. Also das sind so ein bisschen die Punkte, wo ich sage, ja, da könnte man ansetzen und... Jetzt warst du gerade irgendwie, das war's gerade irgendwie weg. Irgendwie. Da könnte man ansetzen und dann war Ruhe gerade.
Wie, da könnte man ansetzen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Du hast gesagt, da könnte man ansetzen und dann war auf einmal Stille. Ich weiß nicht, ob du... Kam da noch was? Ansonsten mache ich könnte man ansetzen zu was? Kann, da ist noch jemand anders in der Leitung hier, muss so sein. Ich fand ja sogar das Thema Alkohol und die Wirkung des Alkohols fand ich hier sogar ein bisschen zu milde dargestellt fast. Also es gibt dann zwar das so... Das habe ich versucht gerade zu erklären. Ja, genau. War das wahrscheinlich das, was nicht kam, oder? Nee, doch, hat schon so weit gepasst. Ich denke mal, da hat nicht viel gefehlt gerade, ein paar Sekunden. Okay. Genau, weil er geht ja dann immer wieder auf die Baustelle und so. Und gerade auf so einer Baustelle, wir bauen ja auch viel, ne? Und da ist halt ein striktes Alkoholverbot, also null. Aber es gibt auch null Toleranz, ne? Also wenn das bei irgendjemand, weil da kann einfach viel zu viel passieren und du hängst ja nicht nur, ist ja nicht nur dein Leben und deine Gesundheit, die da dranhängt, sondern auch alle möglichen anderen, wenn du da vielleicht irgendwie Maschinen bedienst oder irgendwas. Also das geht einfach gar nicht. Und ich bin ja auch, ziemlich so gegen Alkohol und dass er hier wirklich so sich dermaßen die Kante gibt und dann immer noch am nächsten Tag wieder frisch und fröhlich und alles. Außer einmal, ne, wo das dann halt vorkommt. Ja, gut. Wobei ich mich dann auch frage, warum nimmt er jetzt keine Hilfe mal dahingehend an? Vielleicht hat er das selber noch nicht so richtig erkannt, dass er da ein Problem hat, oder? Ja, das ist ja immer das. Man sagt ja auch, wenn man so abhängig ist von irgendwas, dann hat man das Problem. Ich kann ja auch jederzeit aufhören. Das ist immer das Gleiche. Habe ich heute noch einen zweiten Film heute im Angebot, wo es auch um Abhängigkeiten geht. Okay. Wo ich dann am Ende sehr, sehr geschmunzelt habe nochmal beim Abspann. Aber dazu kommen wir später. Ja, jetzt erstmal out of play, der Weg zurück. Was ich sehr schön, also am Anfang dachte ich noch, das ist bestimmt irgendeine Billigproduktion, wo man kaum Spielsequenzen sieht, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist vom Training her und so. Und du brauchst halt auch die Leute, die das können. Weil am Anfang sah man immer nur so kurze Ausschnitte, irgendwie jemand mal ganz kurz rennen für eine halbe Sekunde, irgendwo pack, zack, und aber so richtig so einen Spielzug hat man nicht gesehen, aber Gott sei Dank kamen dann später viele Spielszenen und auch nachvollziehbare Sachen. Und es war halt wirklich so, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich würde den einen da auf die und die Position setzen. Ne? Weil ich habe früher in den 90ern habe ich echt viel Basketball geguckt, damals noch irgendwie mitten in der Nacht auf dem Sportkanal gab es damals noch und so. Und Eurosport und so. Die Live-Übertragung aus den USA und so. In letzter Zeit denke ich nicht mehr. Ich habe ein bisschen hier Ludwigsburg geguckt, wo die jetzt weitergekommen sind und so. Aber bin da nicht mehr ganz so drin. Aber da habe ich dann schon deutlich so Spielzüge erkannt. Da ist halt schon einiges los. Und jetzt, wo auf der PlayStation auch NBA 2K, da haben wir auch wieder gespielt. Ja, waren halt auch ein paar schöne Spielzüge erkennbar und so. Und auch gut gespielte Sachen. Also das... Ich glaube nicht, dass da viel Tricktechnik am Werk war, um da irgendwie den Ball reinzumachen oder so, sondern die haben das wirklich gespielt. Was mich bloß gewundert hat, dass da irgendwie nicht am Schluss dasteht, basierend auf einer wahren Geschichte oder so, weil das wirkte alles irgendwie so nacherzählt, als wäre das so wirklich gewesen. Aber es stand, glaube ich, zu keinem Moment irgendwie da, dass es auf einem realen Ding passiert, oder? Das ist eigentlich eine gute Frage. Müsste man mal nochmal überprüfen. Aber. Ja, ich glaube nicht. Sonst hätte es irgendwann da gestanden. Ich hatte immer drauf gewartet. Am Anfang stand ja der Titel überhaupt nicht da. Es fing halt direkt an. Aber auch am Schluss, dann stand zwar irgendwie nur da, wie es dann weiterging so ein bisschen nach der Ablende, aber das ist irgendwie basiert auf einer wahren Geschichte oder mal mit Jahreszahlen oder irgendwas stand da auch nicht da. Deswegen denke ich mal, ist eine erfundene, eine ausgedachte Geschichte, die aber ganz, ganz nett war. Mir war ein bisschen, dadurch, dass es halt auch eine christliche Schule war, es war mir ein bisschen zu viel teilweise. Da, das fand ich jetzt wiederum witzig, weil die auch in dieser Baptistenliga oder in dieser christlichen Liga da gespielt haben. Mhm. Und da ja das mit Fluchen und so und über die Schiedsrichter herziehen und das hat ein bisschen gerappelt am Anfang. Das fand ich aber ganz witzig. Die hatten ja dann auch so einen Counselor oder was das war dabei, ne? Der dann immer mal die eingebremst hat. So. Das fand ich ganz gut eigentlich. Ja, aber sonst, ich weiß auch nicht da. Naja, aber von mir ein solides Sneak, also war okay, hat Spaß gemacht, hat mir gut gefallen. Musikmäßig, ich weiß nicht, ich verbinde irgendwie Basketball so ein bisschen mit Hip-Hop irgendwie. das hat irgendwie für mich nicht zusammengepasst, so ein bisschen die Filmmusik, die da immer mal so gekommen ist. Aber das sind halt andere Geschmäcker. Deswegen von mir 7 von 10. Ja, bin ich bei dir. 7 von 10. Okay, aber ich habe den diesmal weiter.
War eine absolut solide Nummer und ja, kann man, wenn man wirklich jetzt ins Kino gehen möchte, da kann man reingehen. Wie liegen wir denn hier überhaupt so bei den Wertungen hier? Ich werf gerade mal einen Blick rein. Ja, höchste Wertung so an 9 von 2 Leuten, dann so 8 sehr viele, dann so 6 und 7, ja, ja doch. Niedrigste Wertung 5, hat nur eine Person gegeben. Ja, also. Okay. Sag ja, ganz solide Nummer. Ja, kann man durchaus mal angucken. Also ich hab sogar, hinterher habe ich ein bisschen mir so Kritiken durchgelesen zu dem Film. Da war sogar teilweise die Rede davon, dass es irgendwie Ben Afflecks beste Rolle seit langem wäre. Also der hat ja Oscar für Good Will Hunting und so weiter, fürs Drehbuch und so weiter gewonnen, auch gut gespielt, keine Frage. Aber er hat ja wirklich schon lange nichts mehr gespielt, wo man gesagt hätte, boah, da kann er mal mehr als einen Gesichtszug zeigen oder so. Hier war halt mal ein bisschen was drin. Ja. Ist doch nicht hier wie ein Diesel, also bitte. Ja, aber gut, die shakespearische Mimik hat er jetzt auch nicht gerade erfunden, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall. Jo, in Reutlingen lief der anscheinend auch, weil die Steff hat drunter kommentiert. Da lief der auch, der Film. Also scheint ja, gerade durch. Dieser Out of Play, ja. Ja, bei uns auch. Scheint gerade durch die Sneaks ein bisschen zu touren, weil ich weiß, bei den Leinwandperlen lief der auch in Fulda, gehen die, glaube ich. Und ja, also wenn ihr auch in die Sneak Preview geht, könnte es sein, dass ihr den auch mal erwischt. Apropos erwischen, wie sieht denn der Tipp für nächste Woche aus? Der Tipp für die nächste Woche, das ist dann die Sneak am 20. Juli 2020, 20.07.20, lautet 24 Stunden. Mhm. Und es sind zwei Tipps bisher eingegangen. Der eine heißt Onward und da habe ich aber schon kommentiert, also den werden wir diese Woche mit bei den Video-Neustarts, bei den Heimkino-Neustarts besprechen. Also der wird wahrscheinlich nicht kommen. Und es gibt aber noch einen Film, der heißt 30. Der wurde getippt vom Sören, sehe ich hier. Und den hatte ich tatsächlich auch im Sinn. Ich habe diesmal ein bisschen abgewartet, was die anderen so tippen. Und da geht es nämlich darum, dass in 24 Stunden werden so die Leben von 6 verschiedenen Freunden in Berlin gezeigt, die alle auf die 30 zugehen. Und was sie so, ja, was sie sich da von Trennungen über geplante Geburtstagsfeiern im Nachtleben von Berlin-Neukölln und was sie so für Krisen durchleben und so. Ja, das könnte tatsächlich sogar fast kommen. Das tippe ich auch. Ich habe keine andere Idee dafür. Hm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann gucken wir mal ins Heimkino, was uns da so erwartet. Heimkino. Und hier haben wir beide einen Film geschaut, du schon ein bisschen eher als ich. Ja. Du hast den mir ja quasi nahegelegt, ich soll da mal reingucken. Die Old Guard, willst du mal kurz zusammenfassen? The Old Guard ist der neue Film mit Charlize Theron zu finden auf Netflix und es geht ganz grob gesagt um eine von Charlize Theron angeführte Gruppe, kann man es noch Menschen nennen? Ja, eigentlich Menschen, die Sondereinsätze durchführen. Deadpool sozusagen. Ja, jetzt hast du schon das vorausgesagt, okay, was ich eigentlich sagen wollte. Okay. Nein, die Eigenschaft dieser Gruppe ist nämlich, dass die zum Teil unsterblich sind. Ich sage es extra zum Teil, weil die sind nicht seit ihres Lebens unsterblich. Die merken das irgendwann in ihrem Leben, dass sie irgendwie nicht draufgehen können, aber das hält nicht für immer an. Und im Rahmen dessen, dass die da wieder unterwegs sind zu einer Mission, um da irgendwas zu befreien, irgendwelche Geiseln, glaube ich, zu befreien ganz am Anfang, kommt das eben gleich raus. Die werden übelst in einen Hinterhalt gelockt, werden total zusammengeschossen und stehen alle wieder auf. Also es sind 4 Stück, die stehen dann alle wieder auf und metzeln dann zurück. Der Hinterhalt hat einen Grund, weil Copley, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. Also wenn man ihn sieht, kennt man ihn aussprechen, werde ich den Namen, glaube ich, nie wirklich können. Der hat da so ein bisschen seine Finger mit dem Spiel, weil der soll für Harry Melling spielt Merrick, einen Millionär, der in ein Pharma-Riesen, der wirklich die extrahieren will, mehr oder weniger, und da für Impfstoffe für die Menschheit und lebensverlängernde Maßnahmen für die Menschen herausholen möchte, koste es, was es wolle. Und ja, damit ist eigentlich schon fast alles erzählt. Es gibt noch eine
Kleine Sache in so einem Film, was ist dann natürlich, wenn man einen eingeschworenen Haufen hat, der plötzlich einen neuen Gegner hat? Richtig, es kommt jemand Neues noch hinzu, der auch diese Fähigkeit besitzt. Und natürlich eine oder einer der bisher Unsterblichen entdeckt, oh verdammt, mit mir geht's doch zu Ende. Das ist so ein bisschen die Story, weil die werden dann noch gefangen genommen. Dann ist noch hier, es ist viel, viel Action, viel, viel bliblablub. Und das ist so ein bisschen das, was ich dem Film ankreide. Er ist so ein bisschen vorhersehbar. Er hat eine eigentlich grundgute Idee mit so einem Verschnitt von Highlander und Deadpool, wie du es gerade schon gesagt hast. Allerdings hat er weder den Humor von Deadpool... Oh, Highlander ist viel besserer Vergleich. Viel besserer Vergleich gerade. Ja, danke. Das passt nicht viel besser, ja. Das weiß ich, ja. Vielen Dank, ja. Weil das auch gerade so die Jahrhunderte überspannt und so. Ja, genau, weil es auch eben die Jahrhunderte überspannt, wobei ich mich halt die ganze Zeit auch gefragt habe, was passiert schon zum Beispiel mit Charlize Theron, wenn man ihr den Kopf abhackt? Wächst der auch nach oder wie ist das dann? Wird ja nicht gezeigt. Richtig, weil sowas wird nicht gezeigt. Es wird nur eine sehr, sehr grausame Szene gezeigt, die auch für Teil 2, der kommen wird, elementar ist, weil die Freundin von Charlize Theron aus dem, was weiß ich, grauen Mittelalter oder noch weiter davor, die wird auch gefangen genommen, die werden gefangen genommen und dann stellen die fest, okay, wir können die nicht verbrennen, wir können irgendwie nichts mit denen machen, was machen wir? Dann werfen sie diese Person in einem Metallsarg gefesselt auf den Meeresgrund. Und das muss wirklich dann der Horror sein, wenn du kannst nicht wirklich sterben oder du kannst eigentlich nicht sterben, du ertrinkst jedes Mal aufs Neue, aber kommst da auch nicht raus. Und das ist auch so ein bisschen die Suche nach dem, hey, wie finde ich die wieder, wie komme ich da hin? Also es sind so ein paar klassische Elemente einfach drin in diesem Film, wie man es sich von einem durchschnittlichen Actionfilm eigentlich auch erwarten kann. Und wie ich schon gesagt habe, es ist dieses sehr, sehr Vorhersehbare, was ich ein bisschen schade finde. Allerdings, dadurch, dass der Film das sehr konsequent dann auch weiterführt, finde ich es eigentlich schon wieder ganz gut, weil er probiert dann nicht irgendwie hier noch den Mega-Kniff oder den monströsen Twist hinten reinzubringen, sondern bleibt sich einfach treu mit einer komplett soliden Nummer. Charlize Theron hat mitproduziert oder irgendwas. Das erkennt man auch daran, weil es auch ein paar Kampfszenen von ihr gibt, wo sie einfach mal wieder jemanden gepflegt auf die Fresse hauen kann. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen oder über Nö, oder vergessen? Passt schon so. Also, was ich aber auch wieder festgestellt habe, was mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist bei Filmen, die offensichtlich irgendwie fürs Kino gemacht waren, weil das ist jetzt kein Film, der jetzt fürs Heimkino jetzt produziert wurde wahrscheinlich, ja, sondern quasi im Rahmen des Corona-Themas jetzt irgendwo halt laufen musste oder die Rechte gekauft wurden. Hat mir bei Tyler Rake schon und selbst bei dem hier mit Tom Hanks fand ich das schon so, dass teilweise in der Nachbearbeitung und in dem ganzen, im ganzen Schnitt und so weiter, wird schon ein bisschen unsauber gearbeitet. So. Das hast du hier bei dem Film auch gemerkt. Da wurde teilweise so mitten ins Wort reingeschnitten, dann kam plötzlich die nächste Szene und so, wo ich mir dachte, ja, okay, vielleicht haben sie im Schneiderraum festgestellt, oh scheiße, das ist hier ein bisschen unsauber, wir können die Szene jetzt nicht nochmal drehen, scheiß drauf, jetzt nehmen wir die. Oder so, wo sie gewusst haben, okay, der kommt eh nicht ins Kino wegen Corona, wir rotzen den sowieso auf irgendeiner Streaming-Plattform einfach raus, also für die große Leinwand ist das sowieso nichts und der Film hat auch wieder sehr, sehr viele Sachen, wo ich gesagt hätte, oh, hier oder da hätte ich einige Sachen verändert, die den Film einfach besser gemacht hätten und ich glaube, da sind auch einige Filme, die jetzt in den Streaming-Plattformen ihre Premiere feiern, die einfach kein Testpublikum hatten, wo einfach früher oder in den USA wird ja sehr häufig, werden auch die Sneak Previews sehr häufig dazu genutzt, zum Beispiel einfach mal so einen Film zu testen, wirklich einen nagelneuen. Da sitzen dann welche vom Filmverleih, von der Produktion mit drin und dann wird halt ein nagelneuer Film gezeigt und dann wird teilweise hinterher so ein Blatt ausgegeben, wo du gesagt hast, ja, Ende hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen und dann wird teilweise an dem Film nochmal gearbeitet. Ne? Ich glaube, das findet halt wegen Corona jetzt auch alles nicht statt, sodass eben die Filme teilweise so ein bisschen unsauber sind, die jetzt so erscheinen. Das war bei dem auch sehr, sehr stark zu sehen. Und ich hatte ja schon kurz drüber geredet haben, das ist einer der wenigen Filme, wo ich nicht sage, oh, das Ende hat mir nicht gefallen, sondern hat mir der Anfang nicht gefallen. Ich hätte den ganzen Anfang weggelassen, was du beschrieben hast, mit dem, dass die in die Falle gelockt werden und zusammengeschossen werden.
weil das verrät schon viel zu viel. Du musst einen Film, was weiß ich, gutes Beispiel zum Beispiel Sixth Sense oder gutes Beispiel auch Der Weiße Hai, ja, wo du sagst, okay, Sixth Sense beginnt mit einem riesen Bam, wo du sagst, oh, da scheiße, da steht plötzlich ein Fremder bei denen im Bad und er schießt sich so, ein riesen Bam und er schießt noch auf ihn, so, was ist da los? Ja, und dann baust du nach und nach was auf und enthüllst nach und nach ein bisschen immer mehr gruselige Sachen. Der Weiße Hai genau dasselbe. Am Anfang, oh, Haiangriff, dann siehst du erstmal die ganze Zeit gar nichts. Ja, und dann kommt peu à peu, siehst du mal ein Stück vom Hai, bis am Schluss du den ganzen Hai siehst. Hier ist es so, hier wird am Anfang der ganze Hai gezeigt, von Anfang bis Ende, alles verraten, was um den Hai geht. Nämlich, hey, die sind unsterblich, guck mal hier. Ja, die Szene war zwar völlig unnötig, weil danach geht die Story ganz woanders weiter. Aber wir wollten euch mal zeigen, was wir hier so Tolles geplant haben. Also die Szene war nicht unnötig, da möchte ich dir widersprechen. Ja, das war deswegen nötig, dass die ihren Gegenspieler sehen, aber den hätte man anders einführen können. Ich hätte den ganzen Film damit beginnen lassen, mit dieser, dass die Kamera aufmacht in Afghanistan. Wir sehen die junge Frau, die sich in das Gefecht begibt. So, und dann tritt Charlize Theron an sie ran, sagt, ey, übrigens hier, komm, du bist nicht allein oder sowas. Ja, ja, so hätte ich den Film viel besser und der wäre auch kürzer gewesen, weil der wäre einfach mal Viertelstunde, 20 Minuten, die relativ nichtssagend am Anfang waren. Genauso wie zwischendrin die eine Kampfszene im Flugzeug, die hat sich Charlize Theron wahrscheinlich auf den Leib geschrieben, war eigentlich an sich so in der Länge unnötig. Wenn man es so überlegt, ne? Also da war die Witz, war zwar was drin hier mit Pilot und so weiter, das war ganz nett, aber dann die ganze lange Kampfszene und bis die sich dann mal vertragen und sonst was. Oh. Ja, aber ansonsten an sich eine coole Idee. Hatte natürlich sehr viel, da lagen sehr, sehr viele Bananenschalen auf dem Weg, wo man hätte ausrutschen können, wo vielleicht auch viele, viele Zuschauer dann ausgerutscht sind, wo die gesagt haben, was ist das für ein Scheiß und haben ausgemacht. Weil da ist einfach so viel drin, wo man sagt, okay, das muss man jetzt dem Film einfach mal abkaufen und man muss in diesem, man muss akzeptieren, dass das ein Fantasy-Film ist, ein Fantasy-Genre und so weiter und dass da eben solche Sachen passieren können und das kann so passieren und diese schablonenhaften Bösewichter wie der eine von der Pharmafirma da, das muss man halt einfach irgendwie akzeptieren, ja. Und dann geht das schon. Dann kann man Spaß haben an dem Film. Ja, aber ich hatte Spaß an dem Film, weil ich fand es einfach wirklich dieses für mich das Highlander-Thema mal ein bisschen aufgefrischt. Guter Vergleich, einfach, by the way, ne? Ja, das hast du schon mal gleich gesagt. Danke. Das freut mich immer wieder, dass ich doch ein bisschen direkt Lust, mal wieder Highlander zu gucken, weißt du? Stimmt. Ja, toller Soundtrack übrigens auch, ne? Highlander. Ja, aber ich würde trotzdem auf jeden Fall mal angucken, den Film. Macht mir nichts falsch. Er hat mit 2 Stunden ein bisschen zu lang geraten, ja, aber ansonsten, denke ich, macht man da nichts falsch. Ich habe den oben angeguckt, auf dem großen Fernseher, weil der Netflix streamt den ja auch in UHD und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann ist ja so, im Wohnzimmer ist man da meistens nicht alleine dann, irgendwann kommt da mal jemand und meistens bin ich aber doch alleine mit den Filmen, die ich gucke, weil die will irgendwie keiner mitgucken. Und den hat aber meine Frau erst so, hat erst was anderes gemacht, hat dann aber mitgeguckt, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, weil die ist normalerweise nicht für solche Filme da, wo so viel so actionmäßig und so passiert. Und dann hat sie auch am Schluss gesagt, wenn da noch ein weiterer Teil kommt, soll ich ihr bitte Bescheid sagen, dann würde sie gerne mitgucken. Also fand ich schon, also muss sogar eine breite Zielgruppe erreichen, ne? Wenn das sogar ihren Nerv getroffen hat. Ne? Und ich hatte vorhin, kurz vor der Sendung, hatte ich mal auf Twitter einfach mal so rumgeballert und habe gesagt, okay, wir sprechen jetzt in der Sendung über diese und jene Filme, ob da jemand einen Kommentar zu einem Film hat. Und der Ron, der liebe Ron hier vom Brustring hier, 1893, @Brustring, der hatte geschrieben, ganz nette Grundidee, die aber meiner Meinung durch zu viele Actionsequenzen überlagert wird. Die Unsterblichkeit im Verhältnis zum Umfeld, in Klammern Familie, Zeitgeschehen etc., hätte noch breiter thematisiert werden können. Die Bösewichte allesamt sehr schablonenhaft. Ah, kann ich auch sehr unterschreiben. Ich fand die Szenen, wo dann so rückblickend berichtet wurde, was da passiert ist, so in den vorhergehenden Jahrhunderten, wie die gekämpft haben, fand ich auch sehr, sehr interessant. Deswegen hätte ich gern mehr gesehen, ja, was die alles schon erlebt haben, was dazu geführt hat, dass sie so sind, wie sie jetzt sind, ja. Und auch was die, ja,
wie die auch zusammengefunden haben und dass die teilweise wirklich mehrere Jahrhunderte irgendwie alleine waren und alle anderen sind weggestorben, die sie geliebt haben und so. Also fand ich auch eine schöne Thematik in diesem Film, wo man mehr draus machen durchaus, kann. Durchaus, ja. Mhm. Durchaus. Also wenn da vielleicht der nächste Teil dann sogar im Kino erscheint, wäre ich sogar auch nicht abgeneigt, weil ich glaube, so im Kino geht das auch ganz gut. Und da hätte ich aber gern, ehrlich gesagt, dass vielleicht so, ich weiß nicht, so vielleicht die Regie oder so, dass das vielleicht mal jemand anders macht. Weil, wie gesagt, da waren ein paar Sachen drin, wo ich gesagt hatte, ein bisschen unsauber. Vielleicht der, wie heißt der, Yimou Chang heißt er, der Hero gedreht hat oder so, oder der Tiger und Dragon gedreht hat, weil so richtig schöne, so epische Kampfszenen, oder der The Raid, hier, in Raid 2 oder so. Also so ein bisschen okay. Asiatisch. Aber dann geht der Film in eine ganz andere Richtung. Ja, aber dann hast du so asiatische Kampfkunst und Mythologie vielleicht mit drin und so. Weiß nicht, wäre vielleicht mal was. Da könnte man auf jeden Fall eine schöne Serie draus machen, Filmserie. Das auf jeden Fall, ja. Weil können ja neue dazukommen und andere wieder wegfallen und so. Und der Bösewicht muss besser werden. Dieser Typ, der da mit diesem leichten Silberblick, der das gespielt hat hier, der, ich weiß nicht, das war irgendwie nicht so, das war er dann, wo er dann die Grognax-Axt da genommen hat. Schluss da. Naja. Also, haben wir schon Punkte gegeben? Nee, ne? Ich gebe 7,5. Ich gebe ihm 7. Guck mal, ich hab's nochmal revidiert. Ich hatte eigentlich bei 8, aber ich habe dann jetzt beim drüber nachdenken gemerkt, ja, 7 reicht auch. Okay. So, dann habe ich mal einen Film, für den ich mal eine 60-Sekunden-Challenge in Angriff nehmen möchte, nämlich den Film The Lords of Salem. Lords of Salem von Rob Zombie. Den habe ich nämlich jetzt mal geschaut und ich glaube, da reichen 60 Sekunden locker, wenn nicht sogar noch weniger. Ich versuche das mal hier einzuspielen. Ich guck mal, dass die Musik nicht ganz so laut ist. Dann, warte. T-minus one minute. So. In Lords of Salem geht es darum, eine Radiomoderatorin, die heißt Heidi, wird gespielt von Sherry Moon Zombie, die wirklich die Frau von Rob Zombie ist. Und die ist halt Radiomoderatorin, hat so eine Rock-Radio-Show, wo sie auch immer so die besten und die schlechtesten neuen Platten bewerten. Und eines Tages wird ihr eine Schallplatte zugespielt von den Lords of Salem. Und sie wohnen ja auch in Salem, der Ortschaft. Und die hat ja eine sehr gruselige Geschichte da mit Hexen und sonst was allem. Und tatsächlich, als sie die ersten Takte im Radio anspielen und als sie die selber hört, hat sie Flashbacks von irgendwelchen gruseligen Ritualen, die dann stattfinden. Und dadurch, dass sie die Platte dann auch im Radio abspielen, zieht sich das natürlich durch die ganze Bevölkerung, durch ganz Salem und wird dann sehr splatterig und gory. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Ja. Ist halt ein Rob-Zombie-Film, you get what you pay for, ne? Also, okay. Nichts Besonderes. Ja, ich habe jetzt total Bock, den nicht zu sehen. Schöner Videotheken-Ramsch, würde ich sagen. Hat tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht. Ich mag halt, wie Rob-Zombie es schafft, mit wenig Budget doch ein bisschen eine Story zu erzählen. Ja, 1,5 Millionen. Ah, kann man mal gucken. So ein bisschen Videotheken-Ramsch, so wenn Halloween oder so wieder naht. So, was hast du noch so Schönes? Ich habe The Rocket Man geschaut. Oder Rocket Man heißt, glaube ich, nur. Heißt, glaube ich, nur Rocket Man, oder? Genau, die Bio oder das Biopic zu Elton John mit Taron Egerton in der Hauptrolle. Und du hattest den, glaube ich, schon besprochen? Habe ich, glaube ich, bei den Oscars mitgeschaut gehabt. Ja, ich wage mich nämlich daran zu erinnern. Und es ist wirklich ganz schnell zusammengefasst. Es geht halt um das Leben von Elton John, wie er als kleiner Junge da schon mit dem Klavierspielen anfängt, da sein Talent auch entdeckt wird, aber auch fürs Spielen oder auch einfach Melodien nachspielen kann vom Klavier und alles, bis halt hoch zu seinen Popstar-Sphären, in die er dann kommt und die natürlich, wie sagt er das in der einen schönen Szene so schön, er hat alles an Drogen mitgenommen, was es auf der Welt gibt und alles probiert und war auch ständig betrunken, mentale Breakdowns und was weiß ich was alles. Echt sehr cool dargestellt. Ich muss sagen, dass Taron Egerton da keinen Oscar für bekommen hat, wundert mich ein wenig, weil brutal gut fand ich das. Also das hat mir wirklich gut gefallen, dass der da gespielt hat, wie der das gespielt hat. Und
es ist mal wieder Taron Egerton, der mir da in dem Film gefällt. Also ich fand ihn in Kingsman fand ich ihn immer ganz cool, kann man geteilter Meinung sein. Eddie the Eagle fand ich ihn unfassbar cool. Also ich finde schon, dass der richtig gute Filme langsam macht. Oder dass man auch weiß, okay, wenn der da dabei ist, das läuft dann. Der kann auch einen Film tragen. Und Rocketman hat er definitiv getragen. Klar, die Musik, die Melodien von Elton John, die kennt jeder. Und wenn man sieht, wie während des Films sich wirklich Taron Egerton immer mehr in Elton John auch verwandelt, leck mich am Poppes. Also das waren wirklich teilweise Sachen da drin, teilweise dann Szenen. Am Ende gibt es dann nochmal so Vergleiche dann auch von den Kostümen oder wie die aussahen. Meine Güte, haben die den hergerichtet und brutal gut getroffen. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Was ich da auch noch kurz erwähnen möchte, ist den kleinen Jungen, den kleinen Elton John, den haben die auch brutal gut getroffen. Das in stimmt, dem Film. Ja. Also, ja. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Also noch schwieriger fast. Ne? Ja, aber wirklich abartigst, wie die das da wie die das da hinbekommen haben, wie das da ausgewählt wurde, wie das auch geschauspielert wurde von den Bewegungsabläufen und. Man merkt dem Film an, zum einen, dass Elton John dran beteiligt war, klar, weil der dann einfach auch die Geschichten direkt erzählen konnte. Ja, wahrscheinlich auch wie damals beim Udo Lindenberg-Film so ein bisschen Udo. Vielleicht etwas getrübt durch das ein oder andere. Aber trotzdem, was ich fand das so stark teilweise. Da sind echt starke Szenen drin. Und wie gesagt, die Musik ist einfach cool. Richtig, richtig cool. Also ich bin jetzt nicht der mega Elton John-Fan, aber der hat so viel tolle Hits. So viel Musik, wie heißt es so schön, die man auch die Generationen übergreifend mitgesummt werden können oder mitgepfiffen werden. Einfach richtig cool. Also mir fällt da echt nicht so arg viel mehr ein, außer dass ich ihn wirklich sehr, sehr gefeiert habe, den Film. Und dann halt auch da das Ende, was ich ja vorher schon mal ganz kurz angedeutet habe, dadurch, dass ja Alkohol, Drogen und die dritte Sucht von Elton John ist... Sex. Kaufen. Ja, stimmt, das auch dann die vierte Einkaufen. Ist... Einkaufen. Ja, genau, Shopping. Und ich fand das so schön. Dann kommt am Ende, kommt dann hier so, ja, hier, Elton John ist jetzt seit 28 Jahren trocken, macht auch keine Tourneen mehr, weil er Zeit mit seiner Familie verbringen will. Da macht er jetzt wieder. War doch eine angekündigt, ne? Vor Corona, glaube ich, ne? Wollte er nicht sogar... Echt, war wieder? Ja, irgendwas war doch da, oder? Ja, okay, kann ja sein, dass er dann da jetzt langsam doch wieder, weil er sagt, okay, die Zeit mit der Familie lief ganz gut jetzt, das haben wir soweit im Griff, jetzt kann ich auch wieder andere Sachen machen. Aber da einfach auch von sich aus zu sagen, okay, ich mache da einen Break rein, ich möchte da für meine zwei Kids da sein, finde ich einfach richtig gut, einfach von der Einstellung her richtig, richtig gut. Weil man ja auch sieht, die Kindheit von Elton John, die nicht unbedingt einfach war. Und nee, großartiger Film. Wirklich großartiger Film. Also macht Lust. Der hat so Musical-Elemente auch noch drin, wo ich kurz überlegt habe, so okay, brauchst du das? Aber wenn du dann überlegst, ja, das hat sich wahrscheinlich auch zum großen Teil so im Kopf von Elton John einfach abgespielt. Und dann denkst du dir nur noch, okay, passt. Das passt einfach zu der ganzen Type, zu dem ganzen etwas Abgefahrenen. Und ich fand's cool. Also wirklich cool. Ich kann es nur empfehlen. Okay. Ja, nee, ich kann ja auch sehr, sehr empfehlen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Film war gut erzählt auch. Und ja, war ein bisschen weniger Musik drin als jetzt. Ich vergleiche den immer ein bisschen mit Bohemian Rhapsody mit dem Film. Ja. Weil es war irgendwie so ein bisschen, die kommen irgendwie so aus einer ähnlichen Ära, weißt du so. Und die haben eine ähnliche Erzähl-Herangehensweise gehabt und so. Was bei Bohemian Rhapsody hat sich halt sehr an die Musik angelehnt, wie manche Songs entstanden sind oder speziell dieser eine und wieder dann über die Tour und so weiter. Und hier ging es aber mehr um den Mensch selbst und so. Das fand ich halt sehr spannend. Also waren die Songs waren so das Gerüst für den Film. Ja. Es wurde dann quasi das, was in den Songs gesagt wurde oder dann, wann die Songs quasi geschrieben wurden, ja, das wurde hier filmisch eingeordnet. Das fand ich sehr, sehr schön. Was bei Bohemian Rhapsody ja nicht so war. Ne? Da war wild durcheinander irgendwie. Ja, richtig, aber es passt, also der Film passt für mich da wirklich in diese Reihe rein, hier zu Bohemian Rhapsody, zu Yesterday auch. Das sind so die Sachen, die einfach nur Spaß machen, die einfach richtig gut sind. Die dann auch mit einem guten Gefühl dann teilweise da hocken lassen. Und so muss es doch sein. Bin ja mal gespannt, wann dann mal ein Dave Gahan-Film kommt hier von Depeche Mode. Da gibt es bestimmt einiges zu erzählen mit seinem, er hat ja wirklich einiges erlebt und durch. Uiuiui.
da hat man ja schon. Ich gehe da rein. Natürlich, da musst du Depeche Mode draufstehen, dann stehst du schon da. Genau. Kurze Erläuterung noch. Elton John, die Farewell Yellow Brick Road Tour ist verschoben auf 2021. Er kommt nach Deutschland in 3 Städte. Berlin, Köln und Hamburg. Und ja, der war überhaupt nicht von Oscar nominiert, noch die zweite Erläuterung. Hätte auch wahrscheinlich keine Chance gehabt, weil Joaquin Phoenix für Joker in dem Jahr. Ja gut, das ist ein No-Brainer. Ja, genau. Also von daher haben wahrscheinlich die meisten anderen gesagt, komm, dann nominieren wir den gar nicht erst, gucken mal. Okay, ja cool. 8,5 übrigens von 10. 8,5, sehr gut. Falls jemand fragt. Ich hätte jetzt gefragt. Aber wir gehen jetzt ganz schnell zu den Charts. Kinocharts und Neustarts. Und die Top 5 sind wir bei 5. Warte mal, mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und falls wieder jemand fragt, so nach dem Motto, ja, warum ist da schon einer drin? Ja, es gibt hier, man muss ja die Karten vorher kaufen heutzutage. Ja. Ja. Man muss die vorher kaufen online und muss sich mit Namen registrieren. Deswegen kann man auch schon Tage vorher, wenn der jetzt zum Beispiel heute erst Premiere hätte, der Film, weiß man ja schon, man hat jetzt schon 1000 Karten verkauft oder so. Ja. Platz 5 in Stuttgart, Unhinged, außer Kontrolle. Da ist Russell Crowe außer Kontrolle. Russell Crowe. Genau, da kann der rasselt mit jemandem aneinander. Der spielt sich quasi selbst. Hat er nicht auch manchmal Probleme gehabt, da also irgendjemand so Fotografen einen auf die Mütze gegeben hat oder sowas? Oh, keine Ahnung. Irgendwas war doch da. Ja, Platz 4 ist Berlin-Alexanderplatz. Platz, wo sind wir? 3. Paw Patrol, Mighty Pups. Jawohl. Mighty Pups. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ja. Platz Nummer 2, auch ein Hundefilm mit Scooby, voll verwedelt. Voll verwedelt. Cool. ich habe, glaube ich, gesehen beim, war das beim ja genau, bei Martin hier in Halle, die haben da so niedliche Plüschtiere auch von dem gehabt, irgendwie im Kino gab es da irgendwie zu gewinnen oder so. Ja, habe ich auch schon gesehen. Voll cool. Platz 1 in Stuttgart, weil hier guckt man nämlich ein bisschen, hier gucken die Intellektuellen mit dem Rollkragen, gehen hier ins Kino. Das ist Marie Curie, Elemente des Lebens. Eine Biografie mit ein bisschen Romantik steht hier. Über die Frau, die quasi die Radioaktivität entdeckt hat. Was ist das jetzt hier für ein Vorurteil, hey? Hä? Was? Nein. Ja, da gehen die mit Rollkragenpulli rein. Ja, also hier, Platz 1 der Kinocharts in Stuttgart, ist ein intellektueller Film, ja, natürlich. Hier gibt es eben nicht nur die Randale von der Partyszene, nein. So, das waren die Top 5, was läuft denn jetzt neu an hier überhaupt? Ben Affleck, Out of Play, Der Weg zurück, am 23.07. Habt ihr genug gehört? Geht rein, cooler Film. Jetzt bin ich wieder völlig überfragt, welche Liste du mir auch hast. Ich habe es gerade kino.de, aber okay, kann auch danke, die andere nehmen. Die dich zuerst hatte. Wir sollten uns vielleicht in Zukunft überhaupt nicht mehr absprechen, dann wird es noch viel spannender für alle. Als wir tanzten, ein Drama, Tanzdrama über zwei rivalisierende Balletttänzer, die bei ihrem Kampf im festen Ensemble zueinander finden. Ah, es läuft auch noch ein Edison, ein Leben voller Licht, hatten wir auch schon in der Sneak. Fand man echt gut. War das nicht unsere Restart-Sneak oder so? War das die erste, glaube ich? Ich glaube ja, ne? Kann sogar sein. Kam vorher nichts anderes. War echt gut. Dann Schwarze Milch. Drama um eine Frau, die auf der Suche nach ihren Wurzeln in die Mongolei reist, um ihre Schwester wiederzusehen. Und dann noch The Vigil, die Totenwache. Ein Horrorfilm über ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, das bei einer Totenwache schauerliche Ereignisse erlebt. Da habe ich irgendwie einen Trailer oder irgendwie so ein Werbbanner, so ein animiertes irgendwie immer. Hat mich penetriert auf diversen Seiten. Fand ich sehr uninteressant, den Film. Ach du Scheiße. Jetzt. es läuft noch Yummy an. Yummy ist beschrieben mit belgische Splatter-Komödie mit Zombies. Und auf. Das gefällt mir. Und das Plakat steht noch drauf: Facelift, Boobjobs und Zombies. Naja, die Geschichte ist ja. Das junge Paar fährt zu einem chirurgischen Eingriff in ein schäbiges osteuropäisches Krankenhaus. Die junge Frau möchte nämlich eine, Achtung, Brustverkleinerung. Und wenn man schon auf dem Weg ist, kommt ihre Mutter gleich mit, die sich ein Facelifting verpassen will.
Auf seinem Weg durch die verlassene Station stößt der Freund auf eine junge Frau, die geknebelt und auf einem Operationstisch festgeschnallt ist. Wie sich herausstellt, ist sie das Ergebnis einer experimentellen Verjüngungskur. Er befreit sie, merkt aber nicht, dass er gerade den Ausbruch einer Zombie-Epidemie verursacht hat. Die Ärzte, Patienten und seine Schwiegermutter in blutrünstige Untote verwandelt. Wundert mich nur, dass da die eine belgische Darstellerin nicht mitspielt. Die könnte ja quasi ungeschminkt da einfach so... Ach du Scheiße, würde ich das feiern, wenn der in das Lied laufen würde. Den können wir tatsächlich laufen lassen. Das ist vielleicht ganz lustig. Es läuft auch noch ein Sword of God, ein Historiendrama über zwei Missionare, die versuchen, ein heidnisches Volk zu bekehren, bevor es von der Armee ihres Königs abgeschlachtet wird. Okay. Ich hätte noch 10 Tage ohne Mama, eine Komödie aus Frankreich. Okay, was ist mit Franck Dubosc, Aure Attica, Ludovic Bernard. Ja. 10 Tage ohne Mama. Okay. Man geht mal davon aus, dass die Mutter abgehauen ist. Er und der Papa mit seinen 4 Kindern allein ist. Gut, haben wir noch irgendwas? Nö, Doku. Ein Anime, Radio Wave. 30 läuft tatsächlich auch schon an am Donnerstag. Mal sehen, ob wir den wirklich am Montag in der Sneak haben. Okay, dann war es das schon. Und bei den Heimkino-Sachen, mal gucken, ob da irgendwas dabei ist jetzt am, heute ist der 19. Ab 20. müsste der 20. Latte Igel und der magische Wasserstein läuft an. Da wollte ich ja damals ins Kino mit meinem Kleinen. Ja. Ja, weil wir haben ja einen Igel gehabt im Winter. Der hat bei uns hier, oder 2 Igel sogar in der Kiste. Hm. Ja, und dann noch Onward, keine halben Sachen, ein Anime-Film von Disney, der, glaube ich, leider auch Corona ein bisschen mehr zum Opfer fiel. Also. Ja, genau. Das echt war, der hatte irgendwie seinen Start irgendwie so kurz in diese Corona-Zeit rein und dann konnten sie es halt nicht mehr widerrufen irgendwie und dann... Ja, das hast du nicht mehr eingefangen gekriegt. Deswegen hoffen sie jetzt wahrscheinlich, dass sie mit Heimkino-Verkäufen DVD Blu-ray da ein bisschen... ein bisschen Reibach machen. Ansonsten Disney, ja, die haben genug Geld. Okay. Ja, dann müsste gleich auch auf Disney Plus erscheinen, oder? Dann waren das so die Neustarts. Ich muss mal ganz kurz eine Serie empfehlen, da brauche ich auch nur wirklich eine Minute dafür. Ich mache mal ganz kurz. Mach doch den Countdown dazu an. Ja, vielleicht, nee, es geht vielleicht schneller. Serien. Und zwar eine coole Serie, die wir bei Fortsetzung Volk besprochen hatten, auf die ich sonst nie gekommen wäre, weil die gibt es auf Netflix, aber nur auf Englisch, also noch nicht synchronisiert. Deswegen wird die meistens noch nicht mit angezeigt, wenn jemand sich seine normalen Filmempfehlungen auflisten lässt. Die heißt Norseman. Und das ist eine Serie über Wikinger. Und Achtung, jetzt nicht erschrecken, das ist jetzt nicht so wie Vikings oder sowas, sondern es ist eine Comedy-Serie. Und das ist wirklich extrem abgefahren lustig über diese, die dann immer so auf Raids gehen, die sagen, ja, das ist unser Wirtschaftszweig und so. Die reden halt vollkommen modern. Also die ganze Sprache ist vollkommen modern. Also da werden wirklich so aktuelle Redewendungen da gebracht und sowas. Und so bis dahin, wo dann plötzlich mal einer von den Wikingern kommt auf die Idee, irgendwie so Hörner an seinen Helm zu machen und sagen, ja, ich muss mich hier irgendwie differenzieren von euch und so. Das ist ein modisches Statement, was ich... Ja, Hörner werden sich nie durchsetzen hier und so. Solche Dialoge sind da. Und das ist einfach teilweise zum Brüllen komisch, ja, wenn die dann irgendwo hin... ist auch teilweise ein bisschen abgefahren splatterig, ne, wenn dann irgendwie so Leute gehälftelt werden und so. Einfach mal reingucken, Norseman. Also ich fand es extrem lustig. Wirklich, also ich habe jetzt wirklich fast die ganze Staffel durchgeguckt, Norseman. Ich werde es mal mit verlinken. Das heißt Horseman, du hast dich verstanden. Norseman, also die Nordmänner. Ja, ja, danke. Das habe ich mir jetzt aus der Wikinger-Sache erschlossen. Das ist quasi eine norwegische Serie, da, aber über Wikinger und die nimmt sich wirklich total nicht ernst. Da geht es wirklich so ein Dorf und dann, wenn sie dann so mit ihrem Boot unterwegs sind, mit dem Paddeln, dann sagen, oh, mir tut jetzt immer irgendwie, wenn ich hier länger auf diesem Brett sitze, über meinem Po weh, ich müsste mir mal ein Kissen mitnehmen. Und dieser Häuptling da, dieser Chieftain da, oh, herrlich. Und dann haben sie noch irgendwelche Sklaven, die sie auf ihren Raubzügen gefangen genommen haben und einer ist so Theaterspieler, der will denen da ein bisschen Kultur beibringen. Das ist alles so abgefahren lustig da. Guck da mal rein. Ihr werdet schon irgendwie so in der ersten Folge merken, ob ich das irgendwie so ein bisschen catcht und wenn nicht, dann lasst es halt sein. Aber es ist so abgefahren. Heutzutage hat man ja irgendwie schon gefühlt alles gesehen. Und gerade so die meisten Netflix-Serien sind doch sehr ähnlich immer. Das ist irgendwas völlig anderes. Also Norseman. Cooles Ding. Ein Spiel. Apropos schon alles gesehen und Wikinger.
Ich habe, wann war das jetzt? Diese Woche? Ja, diese Woche war ich mal einen Tag zu Hause, weil ich Kate aus dem Krankenhaus abholen musste. Und dann habe ich morgens mich vor den Fernseher gehockt und habe da Sky geschaut. Und da lief Vicky und die starken Männer. Die Realverfilmung? Die Zeichentrickserie. Ach, die Serie. Es ist ja sensationell immer noch. Ich finde das ja so hell. Ach, herrlich, köstlich. Die alte einfach. Oder die neue in 3D? Nein, die alte. Ganz okay. Originale. Dem hier mit der Synchro aus Stuttgart oder was, mit den Studios aus Stuttgart und Schlag mich tot. Alter, herrlich. Ich habe das gefeiert wie noch was. Also richtig, richtig gut. Ja, nee, hab ich auch gern geguckt damals. Und deswegen, gut, wenn du das geguckt hast. Guck mal bei Norseman rein. Ich war ja mal in Bavaria Filmstudios auf dem Set von dem neuen Wiki-Film. Also von dem Film, den sie gedreht haben. Eine kurze Game-Empfehlung, weil mir das jemand, einer unserer Hörer, über Twitter empfohlen hatte, weil wir hatten ja, das war ja bei dem Film mit Tom Hanks, hatten wir das Thema Silent Service und Wolfpack und so die ganzen Spiele, die es so gab. Er hatte mir ein Spiel empfohlen auf Steam, das heißt U-Boot und befindet sich momentan im Beta-Stadium und man kann das entweder über Steam kaufen für 24,99 oder über MMOGA für 17,99. Habe ich mal gekauft. Ist echt ganz cool. Also merkt natürlich, das Beta läuft noch nicht ganz rund. Aber macht Spaß. Also habe ich mal getestet. Das heißt übrigens Beta, nicht Beta. Beta, Alpha, Beta, Gamma heißt es doch. Wenn es Beta wären, wären es 2T. Oh, das heißt doch aber Alpha, Beta, Gamma. Ja, Alpha, heißt Beta, heißt Gamma. Heißt das Alpha, Beta? Na, egal. Das heißt Alphabet und nicht Alpha, Beta. So, Moment, jetzt kriegst du erstmal ein Rätsel. Jetzt suche ich das Schwierigste raus. Das hast du jetzt davon. Rätselecke. So. Weil ich kann was dafür, dass du die Worte nicht richtig aussprichst. Ey. Wo ist denn hier Schwierigkeitsgrad 5? Das machen wir. Ich habe das hier so. 5 von 10 oder so. 5 Sterne legendär. Achtung. Ich mache mal ein leichtes erstmal. Zum Thema Basketball, weil ja unser Film auch mit Basketball zu tun hatte. Was machte Dirk Nowitzki? Das könnte man sogar fast wissen, deswegen habe ich noch ein paar Backup-Rätsel. Was machte Dirk Nowitzki, als er mit seinen Mavericks 2007 die Erstrunden-Niederlage kassierte und als No-Winsky abgestempelt wurde? Ich glaube, er hat daraus eine Dingsen gemacht. Er hat das relativ mit Humor genommen alles. Hat er eine Kollektion rausgebracht? Nee. Hat er sich selbst verarscht? Nein. Hat er die Leute verklagt? Nein. Hat er den Sportbild Award des Jahres für Fair Play bekommen? Nee. Warte mal, ich helfe mal ein bisschen. Also, das war ja quasi nach der ersten Liga, war ja quasi Schluss für die für die Saison. Ja. Also, er hatte dann ein bisschen Zeit bis zur nächsten Saison. Ich helfe mal ein bisschen. Hat er ein Jugendteam trainiert? Nein. Hat er Urlaub gemacht? Ja, so indirekt. Was hat das mit Filmen zu tun, dieses Sport-Basketball? Basketball. Nächstes Mal, wenn Basketball. Ich dran bin, frage ich dich auch irgendwas. Basketball. So, welche Schuhgröße hat Benjamin Pavard im Spiel VfB gegen was weiß ich was damals? Oder wie viele Umdrehungen hat der Ball bei Benjamin Pavards Tor bei der WM gehabt? okay, was hat was mit Basketball? Basketballfilm. Er hat Videos gedreht für die Kids. Training-Videos. Nee. Also schön, dass du mir doch noch zuhörst. hat es was mit YouTube zu tun? Nein. Okay, hat er in irgendeinem Film mitgespielt? Was machst du denn meistens, wenn jetzt erstmal Sommerferien sind? Wir hatten doch das Thema Urlaub schon. Das habe ich nicht sagen, oder? Wir haben den 18er-Tag, ne? Du hast doch gefragt, hat er Urlaub gemacht? Habe ich gesagt, ja. Da warst du doch schon mal. Was macht man denn da im Urlaub? Ja. Was macht man im Urlaub? Entspannen. Nach einer wirklich heftigen Niederlage, wo er übelst kritisiert wurde. So, dann ist erstmal Schluss. Er fährt irgendwo hin. Was? Wahrscheinlich war er ein Heben oder es war ein Vegas spielen oder nein, so. Nein, nein, nein. Er ist doch Dirk Nowitzki, der ist eher ein anderer Typ. Dann war er bei einem Fußballspiel. Nein. Hat er die USA verlassen? Ja. Ist er nach Europa geflogen? Nein.
Ist er nach Australien geflogen? Ja. Okay. Hat er in Australien einen Tryout-Vertrag unterschrieben und hat dort nein. gespielt? Nein, nein, nein. Boah. War er in einer anderen Sportart tätig? Nein. Also, aber hat er Basketball gespielt? Nein. Er war nicht in einer anderen Sportart tätig, aber hat kein Basketball gespielt. Er musste das erstmal verarbeiten, ne? Also, was könnte er da gemacht haben in Australien? Großes Land. Ja, wahrscheinlich eine Rundreise oder so. Ja, okay, das lasse ich jetzt mal so halb. Ich lese mal die Lösung vor. Also er reiste für 5 Wochen in das australische Outback, übernachtete in seinem Auto, bekämpfte Schlangen, meditierte, dachte nach und kam danach stärker zurück als jemals zuvor. Das ist der offizielle Wortlaut. Okay, was hat das jetzt mit irgendeinem Filmrätsel zu tun? Basketball. Wir hatten einen Basketballfilm. Ich dachte, ich mache ein Basketballrätsel. Alter! Hey, was ist denn das für eine Aktion? Habe ich nicht, also, hab ich nicht damit sogar eingeläutet? Ich gesagt habe, wir hatten doch den Basketballfilm. Ja, hier, heute mache ich ein Rätsel über Computer, weil wir nehmen ja mit Computern auf. Gut, du hast es richtig gelöst. Du bist nächstes Mal wieder dran. So. Ja, vielen Dank. Habe ich ein Glück, hey. So, okay. Übrigens so kleine, ich habe noch zwei Fun Facts zum Thema Basketball, weil ich habe ein bisschen geguckt, was da noch so gibt. Und zwar, Corona-bedingt werden, wenn jetzt die Saison wieder anfängt, werden die NBA-Spiele in einem Casino stattfinden, was für diese Zwecke umgebaut wird. Das heißt, ESPN hat berichtet, dass man die im Mittleren Westen in einem Casino stattfinden lässt. Also alle reisen dann dorthin, alle Spieler, also alle Spiele werden dort stattfinden. Und die müssen halt nicht mehr hin und her reisen. Und noch kleiner Funfact zum Thema Basketball. Weißt du, wie es erfunden wurde? Sonst sage ich es kurz. Also, von den Schweizern. Nee. Von Ricola. Wurde quasi von dem Verein christlicher junger Menschen, Abkürzung YMCA in USA. da wurde der Chef, hat den James Naismith beauftragt, ein Spiel zu erfinden, was die Jugendlichen im Winter auch drinnen spielen können. Weil alle anderen Sportarten waren irgendwie so mehr oder weniger für draußen, die in den USA damals populär waren. Und da wurde dann 1900, Anfang irgendwie, dann wurde das Basketball erfunden. Jawohl. Okay. Okay, super. DFDI. Das war's? YMCA. DFDI. So, was hast du denn für einen Musiktipp? Ich hab Music. Ich hab vergessen, dass da ein Trainer kommt. Ich hab tatsächlich mal den ultimativen Music-Dinger verweigert. Ich hab aus dem Film, natürlich von Rocketman, habe ich Elton John und George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Okay. Und ich nehme von Don't Let the Sun Go Down on Me. Ich nehme von bisschen GEMA-Zahlen. Ich nehme von R. Kelly. I believe I can fly. R. Kelly. Ah, echt? R. Kelly? Ja. Der mit den Kindern. Ja. Ah, ja, ein cooles Video. Muss mal eine ungeschnittene Version von Fiesta. Ja, aber aus dem Film Space Jam, ne? Ja, genau. Ja. Michael Air Jordan und Bugs Bunny. Sauer, wunderbarer Film. Ja, worum geht's? Da wird Bill Murray in ein Loch reingesaugt auf dem Golfplatz. Coole Szene übrigens. Unter anderem, ja, unter anderem. Okay, dann sind wir ja schon durch heute. Und vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Neue Fragen sind da nicht eingegangen. Und ja, schreibt Kommentare auf kinocast.net oder kontaktiert uns über die üblichen Wege. Ansonsten bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.